Servus, grüß euch und willkommen zurück zu Fire Emblem Fates Herrschaft, zum wahrscheinlich letzten Part dieses Let's Plays. So, erstmal noch den nächsten Zug abwarten. Die kommen jetzt an, die Ungesichter, aber sie werden nichts mehr dran ändern. Ich hätte noch Stärkung mitnehmen wollen. Okay, jetzt muss ich es beenden. Bleibt mir nämlich nie mehr eine großartig andere Wahl. So, du gehst erstmal hier hin. Denn als nächstes erstmal. Du heißt mir bitte mal Xander. Und du heißt mir Kanna. Wobei ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Die Frage ist, muss ich jetzt beide besiegen? Erstmal du. Ich werde meine Feinde töten. Alle töten! Schön für dich. Aber das wirst du nicht schaffen, mein Gott. Ah, deine Werte geschwächt. Na gut, soll er machen. Sommer 24, das war es. Das war's, Chucky. Ich werde dich töten, Mike. Dieses Mal für immer. Halte noch etwas länger durch, Takumi. Ich befreie deinen Geist. Ich verspreche, den letzten Wunsch zu erfüllen, mein Bruder. Zack. Au, Aegis. Xanders Fähigkeit. Scheiße. Fuck! Kanna? Okay. Ganz vergessen. Der macht der mit. Egal, Kanna. Boom! Ich muss töten. Verrat. Nein. Du haust dein Leben jetzt aus. Ryoma, Takumi, ich erfüllte mein Versprechen. Ruhe in Frieden, mein Bruder. Ich danke dir, mein Bruder. Takumi? Takumi, leb wohl. Du hast auch meine Seele befreit, mein Bruder. Danke. Wir haben's geschafft! Ich wüsste so gerne, was in die Körper von König Garon und Takumi gefahren war. Können Leid und Wut so stark sein, dass aus ihnen ein Monster entsteht? Oder gibt es eine Macht, die wir nicht verstehen, die uns alle manipuliert? Leider werden solche Fragen nicht von uns Sterblichen beantwortet. Ich weiß nur eins, der Krieg ist zu Ende. Du hast dich gut geschlagen, Mike. Big Brother. Xander, danke. Viele Opfer wurden in dieser Zeit gebracht. Und nun gibt es endlich Frieden. Das verleiht allem, was wir jetzt getan und verloren haben, eine große Bedeutung. Da stimme ich zu. Ob andere sagen, deine Handlungen waren richtig oder falsch. Es war deine Wahl und dein reines Herz hat dich nie fehlgeleitet. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die es auf der Welt gibt. In Erinnerung an alle, die ihr Leben in diesem sinnlosen Krieg ließen, müssen wir eine strahlende Zukunft schaffen, an der alle teilhaben. Ja. Du hast recht. Genau das werden wir tun. Aber warte, etwas stimmt nicht. Wo ist Asura? Sie war gerade eben noch hier. Hat sie jemand gesehen? What? Eben war sie noch hier. Wo ist sie hin? Asura, wo bist du? Das ist merkwürdig. Wo kann sie nur hin sein? Sie muss irgendwo im Schloss sein. Das war schließlich einmal ihr Zuhause. Vielleicht wollte sie etwas sehen oder tun, jetzt da sie zurückgekehrt ist. Sorge dich nicht, Mike. Wir finden sie. Aber zuerst müssen wir alle überlebenden Soldaten finden und ihnen sagen, dass der Krieg vorbei ist. Du hast recht. Wir finden Asura bestimmt unterwegs. Gehen wir. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich kann nicht umhin, als ob ich Asura zum letzten Mal gesehen hätte. Ich bin wahrscheinlich noch vom Kampf erschöpft, das wird es sein. Oh, ich weiß genau, was passiert ist. Sie ist nämlich im Vermächtnis, was passiert ist, sie ist zum Schluss gestorben, weil sie Fleet eingesetzt hat und es ihre ganze Kraft aufgezehrt hat. Und ich vermute, dass es wieder passiert. Now. Wir geben bekannt, dass von jetzt an Prinz Xander, Kronprinz von Nor und rechtmäßiger Erbe die Nachfolge von König Garon von Nor antritt. König Xander wird Nor regieren und uns in eine neue Epoche des Friedens leiten. Mein König, nehmt diese Krone als Zeichen eurer Herrschaft. Hab Dank, Gunther! Als König gelobe ich, mit Güte und Milde zu regieren und unser geliebtes Nor auf den Weg des Friedens zu führen.
Xander! Du bist jetzt König. Ich traf keinen, der dieses Titels würdiger gewesen wäre als du. Ja, das passt zu dir. Auf einen neuen Anfang für das Königreich Noah. Mit dir als Regent wird unser Königreich erneut Ruhm und Glanz erlangen. Unser Xander gibt diesem Land wieder Hoffnung und Wohlstand. Ich wünschte nur, Sura hätte Xanders Königsfeier auch beigewohnt. Ich auch, Elise. Kaum zu kleiden, dass sie weggelaufen ist, gerade als der Krieg gewonnen war. Ich weiß nicht, warum sie wegging. Ich hoffe aber, sie ist glücklich. Wenn sie uns verlassen wollte, hätte sie jetzt wenigstens ihr Wohl sagen können. Letztens verschwand sie wie eine Welle auf dem Meer. Das passt zu ihr. Wie eine Welle auf dem Meer? Oh, es ist, als ob Xander eine Rede hält. Seine erste Rede als König. Hören wir ihn in Ruhe, hören wir in Ruhe zu, Elise. In Ordnung. Liebe norische Bürger, danke, dass ihr an den Feierlichkeiten teilnehmt. Endlich ist der Krieg vorbei und wir gehen ein Bündnis mit Hoshido ein. Obgleich einst verfeindet, bemühen sich beide Königreiche nun um Frieden. Schon lange vor dem Krieg erlitten Noah und Hoshido Höllenqualen. Die Freiheiten wurden unterdrückt, Besitz geplündert und das Land verwüstet. Aufruhr und Aufstände zerrissen unser Königreich. Unsere Welt glitt Qualen. Das soll nie wieder geschehen. Ich werde es nicht zulassen. Da erhalten die Fürstentümer und Stämme in neue Eigenständigkeit. Wir dehnen unsere Grenzen nicht auf Kosten Hoshidos aus. Stattdessen streben wir eine Basis des Vertrauens an. Beide Königreiche versuchen alles, um die Saat gegenseitigen Respekts auszubringen. In den kommenden Jahren freue ich mich, diese Saat aufgehen zu sehen. Wir haben einen langen Weg vor uns. Es wird nicht einfach, aber es lohnt ihn zu beschreiten. Heute habe ich den Thron von meinem Vater übernommen. Und ich gelobe, unseren Kurs zu festigen. Der Nachthimmel ist dunkel, aber dadurch strahlen die Sterne umso heller. Als König hoffe ich, das Licht zu sein, das Noah durch diese Nacht führt. Ich ruhe nicht eher, bis unsere geliebte Heimat in eine bessere Zukunft blickt. Für das großartige Noah auf eine Zukunft des Friedens und Wohlstands. Boah, die Rede ist gut. Das war eine schöne Rede, Xander. Sicher können wir das tun, wozu Vater nie Gelegenheit hatte. Wir schaffen eine Welt, in der alle glücklich leben können. Eines Tages, in feiner Zukunft, werden die Leute wieder Lieder darüber singen. Das war wundervoll, Xander. Du hast dich wie ein König angehört. Du bist toll, großer Bruder. Elise, denk zu laut und hör auf, deine Arme wie ein Narr hochzuschwenken. Willst du wirklich die ganze Königsfamilie beschämen? Beruhige dich, Leo. Lass dir doch den Spaß. Du bist übrigens auch ganz schön laut geworden. Alle starren dich an. Sieh dir den bösen Blick von Gunther an. Da werden wir uns nachher sicher was anhören müssen. Dürfte ich um Aufmerksamkeit bitten? Die Gründungszeremonie ist nun vorbei. Möge König Xander unser großartiges Königreich glanzvoll regieren. König Xander, wie wundervoll. Gut gemacht, Xander. Was denkst du, kleiner Prinz? Sehe ich wie ein würdiger König aus? Durchaus. Deine Rede war ansprechend und du hast dort oben so großartig und stark ausgesehen. Du hättest den Aufstand erleben sollen, den Elise veranstaltet hat. Ja, aber der gemeine alte Gunther hat mich hinterher deswegen gleich ausgeschimpft. Ach Liebling, die Standpauke dauert nur ein oder zwei Minuten. Er schonte dich. What? Ich weiß nicht, aber mir sah er sehr verärgert aus. Nach solch einer Standpauke hätte ich mir die Augen ausgeweint. Hinoka, Sakura, ich bin froh, euch hier zu sehen. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Nicht zu danken, Mike. Da unsere Reiche einen dauerhaften Friedensvertrag geschlossen, können wir uns besuchen. Klar, lasse ich mein solches Ereignis nicht entgehen. Ich bin immer für dich da. Ich weiß, vielen Dank. Hey, Sakura, hast du gesehen, wie ich dir gewunken habe? Hast du? Ja. Aber würdest du deswegen nicht gerügt wegen unübertriebenen Winkens? Hey, du hast alles mit angehört? Doofer Gunther. Ich fand, du sahst tatkräftig und glücklich aus, genau wie eine Prinzessin. Aber ich hoffe, du verhältst dich bei meiner Krönung etwas gesitteter. Okay. Wenn du darauf bestehst. Oh, also bist du die zukünftige Königin von Hoshido Honoka? Das ist wunderbar. Du wirst eine wirklich umwerfende Königin sein. Das war eine wirkliche Herausforderung für Hinoka. Sie übt schon, wie sie sich als Königin zu benehmen hat. Aber es klappt nicht recht. Huh? Sakura, erzähl das doch nicht allen Leuten. Ich kann nichts dafür. Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal Hoshido regiere. Ich nahm immer an, Ryoma würde zum König gekrönt werden. Nach ihm würde die Königswürde Takumi weitergereicht werden. Ich sollte den Thron nie besteigen. Meine Brüder waren die geborenen Anführer. Es tut mir leid, Hinoka. Ich vermisse sie auch. Mike. Nein, es ist in Ordnung. Es ist, wie es ist.
Ehrlich gesagt kämpfe ich immer noch mit Hassgefühlen gegen die Nogische Armee. Die Art, wie sie unser Königreich jahrelang entehrten, das vergesse ich nicht so schnell. Aber mit der Zeit werden auch diese Wunden heilen. Ich vertraue dir, Jungs Sander, solche Ereignisse künftig zu verhindern. In deinem Herzen weiß ich, dass Ryoma und Takumi auch keinen Groll hegen. Hinoka, du sollst wissen, dass es viele Hoshiden gibt, die dir immer noch misstrauen. Ich tue alles, um die Massen zu überzeugen, aber das wird nicht leicht werden. Ich rate allen, vorsichtig zu sein, wenn sie Hoshide besuchen. Ich verstehe, nach allem Unheil, das im Namen von Nor geschah, ist das natürlich. Leute, die durch mein Königreich umkamen, belasten mich ein Leben lang. Das Blut, das vergossen, die Tränen, die geflossen, die Herzen, die gebrochen. All das und noch mehr tut mir sehr leid. Bitte, Prinz, König Sander, ihr könnt euch nicht an einem die Schuld geben. Unsere falsche Vorstellung über Noren zu berichtigen, ist meine Aufgabe als Königin. Es wird etwas dauern, aber es wird geschehen, dafür sorge ich. Ich tue mein Bestes, um dir dabei zu helfen. Hinoka, Sakura. Mike, wenn die Spannung in den Hoshu endlich nachlassen, möchte ich, dass du weißt, dass du jederzeit zum Schloss zurückkehren kannst. Ryoma und Takumi sind nicht mehr da, aber wir sind es. Ich will, dass du dich dort zu Hause fühlst, damit wir als Geschwister zusammen sein können. Danke, Hinoka. Ich verspreche euch oft zu besuchen. Schön, es wird langsam spät. Boah, die Stimme ist langsam nach. Wisst ihr, ich habe jetzt die letzten zwei oder letzten Kapitel, also seit Kapitel 26, alles ein Stück aufgenommen. Boah! Schön, es ist langsam spät. Wir sollten wieder zurückkehren. Im Namen von Hoshi darf ich euch für die Einladung heute danken. Sakura, könntest du bitte mein Pegasus holen? Yes. Natürlich. Ich freue mich, euch alle bei der Krönungsfeier in Hoshido zu sehen. Ich kann es kaum erwarten. Bis bald! Und schon sind sie weg. Ja, aber du siehst sie bald wieder. Sie sind ja deine Geschwister. Ja, ich habe Glück, so viele wundervolle Geschwister in meinem Leben zu haben. Und jetzt kann ich so viel Zeit mit ihnen verbringen, wie ich will. Sollen wir jetzt zum Bankett gehen? Bankett? Welches Bankett? Ach ja, das ist für dich das erste wichtige Ereignis in Noah. Wenn im Schloss etwas Wichtiges geschieht, gibt es nur ein königliches Bankett. Bankett, nicht Bankett, Bankett. Es gibt ein königliches Bankett, es ist lecker und sehr, sehr lang. Oh Gott, keine Falsch. Aber dieses Mal ist es ein richtiges Ereignis, das die ganze Hauptstadt mit einschließt. Sander entschied, die ganze Stadt mit Essen zu versorgen und nicht nur die Königlichen. Jetzt können alle den Anlass feiern und das Bankett genießen. Oh. Toll, das hört sich fantastisch an. Nicht wahr? Ich tische allen möglichen Leuten die köstlichen Speisen auf. Aber das kannst du doch nicht alles allein tragen. Ich komme mit dir. Ich selbst beschäftige mich damit, die Adligen zu unterhalten. Wir müssen auch einen guten Eindruck auf sie machen. Ich zähle heute Abend auf euch. Ich werde heute sicher mit Staatsangelegenheiten beschäftigt sein und mich nicht aus dem Thronsaal zurückziehen können. Aus dem? Na ja, doch. Zeit, mit dem Kochen anzufangen, um allen die wahre norische Küche zu zeigen. Ich lasse einige Teller mit euren Lieblingsspeisen herrichten, mein Lord. Welche Speisen werden wohl bei einem norischen Bankett gereicht? Shylock! Die Hauptstadt sprudelt über vor Freude. Das ist das Nor meiner Träume. Reden das nochmal alle? Ja, das wird ein Mordspaß. Amüsieren wir uns alle heute Abend. Nur voller lachender Gesichter zu sehen, ist ein wahr gewordener Traum. Wir haben für diesen Sieg, den wir jetzt so glücklich feiern, viel geopfert. Der Weg, den ich wählte, war hart, aber jetzt weiß ich, es war kein Fehler. Auch wenn der Weg vor dir dunkel ist, musst du weitergehen, bis du das Licht siehst. Danke, dass ihr alle an mich geglaubt habt. Euch alle hier an meiner Seite zu haben, erfüllt mein Herz mit Freude. Oh. Oh, jeder scheint sich bei meinem Cat prächtig zu amüsieren. Es wird wohl nicht so bald aufhören. Ich gönne mir besser eine kleine Pause. Dieser Ort. Ich erinnere mich an den See, an dem ich Azura zum ersten Mal traf. Wo sie wohl gerade ist. Azura. Das Lied. Dieses Lied! Hier sind die Maske darauf. Azura! Du bist es wirklich. Du bist zurück. Du bist hier die ganze Zeit gewesen. Azura! Azura? Hey! Hallo Mike, was hältst du von meinem Lied? Well. Dann halte, es ist sehr schön. I see. Ich verstehe. Hörst du genau hin? Spürst du eine Kraft, die du vorher nicht spürtest? Oh. Wirklich? Truly. Ja, ich bin sicher, dass du dieses Mal spüren wirst. Schieße deine Augen und höre mit deinem Herzen zu. Huh? Aber ich. Go on. Bitte Mike. Tu einfach, was ich sage. Understood. In Ordnung. Azura, ich bin wirklich froh, dass du dich entschieden hast, wieder zurückzukommen.
Dich wieder an meiner Seite zu wissen, erinnert mich an alles, was wir erlebten. Du warst immer für mich da, sogar als meine ganze Welt zusammenbrach. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich schon lange tot. Für mich bist du... Azura? War das eine Sinnestäuschung? Thank you. Danke, Mike. Ich weiß, eines Tages treffen wir uns wieder. Azura. Ja. Ja, das werden wir sicher. Und wenn es soweit ist, werde ich dir sagen, wie viel du mir bedeutest. Hey. Mike, du genießt es wohl gerade, etwas allein zu sein, wie? Ich wollte gerade mit einigen Adligen in die Stadt. Schließt du dich uns an? Ja, das klingt gut. Zieh mir um die Häuser, reißen wir Bitches an. Nein, okay, lassen wir das. Hexhänder, warte. Wage ja nicht ohne mich zu gehen. Oh. Let me help. Did you oversleep again? Better hurry up then. You're just in time. You've always had a gift for that. No doubt you always will. There was no sense in this war. Only madness and greed. War is monstrous. We're told to make war to support our country. But it's a lie, told by those who profit from bloodshed. In my reign as Nor's new king, I vow to seek peace and understanding. With you to guide my hand. Oh, das war nochmal schön. So, Schlachtreport. Es ist vorbei. Es ist tatsächlich vorbei. Ja, es ist mir eine oder andere sicher die Frage aufzunehmen, kommt jetzt noch was? Geht's weiter mit dem Kanal überhaupt? Und ich werde diese Frage in einem extra Video beantworten. Weil es ist aktuell, wird der Part hier in einem Monat oder über einem Monat erst online kommen. Also das war jetzt im Aufnahmezeitpunkt weg. Ich habe ja angekündigt, dass das eventuell mein letztes Projekt sein wird und momentan sieht es aktuell noch sehr stark danach aus. Wie gesagt, wenn das Video-Projekt hochgeladen ist, werdet ihr dann wahrscheinlich dann von jetzt morgen, übermorgen im Laufe der Woche, ich weiß nicht genau wann das Video online wird, werdet ihr davon hören, werdet ihr jetzt erfahren, was ist, wie das, wie es weitergeht auf meinem Kanal, ob es weitergeht. Ja, die Zeit ist halt wirklich privat eine Baustelle nach der anderen, ich kann es nicht sagen. Und ich will jetzt auch nicht groß drüber reden, über was es noch sein wird, das kommt im Extra-Video, denn mein Fazit zum Spiel. Es ist hervorragend. Ich habe in den Vermächtnisweg schon gespielt. Und muss sagen, beide Wege sind hervorragend. Die Story ist ausgezeichnet. Es sind viele Momente, wo man wirklich mitfiebert, wo man so Sachen macht. Ich denke, nein, warum eigentlich? Ich will das gar nicht. Und dann doch wieder. Die Cutscene schön inszeniert. Es ist spannend. Ach, aber. Unglaublich, es ist. Ja. Unglaublich spannend. Es ist echt nicht leicht, das Spiel. Also zwischendrin musste ich echt schon kämpfen. Aber gut zu bewältigen. Ja, da haben einige Todesopfer gezeigt, dass es nicht so einfach ist, wie man denkt. Es war aber auch blind, das muss man auch dazu sagen. Ansonsten muss ich dennoch sagen. Von den Charakteren, meine Favoriten sind halt immer noch die, die sie aus Awakening immer noch haben. Und das zeigt eigentlich schon eine Sache, die mir ein bisschen fehlt. Dadurch, dass weiter so auf Seite gedrängt werden, die Charaktere, ich merke einfach stark, sie sind sehr, sehr flach gehalten. Also es fehlt ein bisschen Tiefe, wie es in Awakening war. Darum muss ich auch leider, oder das ist leider, ich muss halt sagen, dass Final Fates nicht ganz an Awakening rankommt. Es ist sehr großartig. Es gibt richtig viele Möglichkeiten. Man kann richtig was machen. Aber es ist halt nicht, es ist nicht so gut wie Awakening, es kommt aber sehr nah ran, sagen wir wie es ist.
Ja, der gibt es schon großartige. Also es ist nicht so. Arthur Niles ist echt lustig. Auf Vorschlussseite gibt es Leute wie Setsuna oder Asama, die ich absolut abfeiere, weil sie sehr lustig sind. Odin immer noch mein Favorit, aber das ist jetzt genau der Punkt. Odin ist mein Favorit. Odin ist aber eigentlich Owain aus Awakening. Naja. Aber egal. Kana war da sogar Heldin. Habe ich Kana mitgenommen? Also ich habe sie selber mitgenommen. Schwierigkeitsgrad, ich spiele es gerade. Ich fange jetzt auf extrem an, das Spiel. Und da wird sich dann jetzt großartig zeigen, ob das Spiel wirklich so viel hält. Also, ob das Spiel mich so fordern wird wie Awakening. Awakening habe ich auf extrem und dann auf extrem plus. Und ich habe es auf beiden gemeistert, aber wow. Es ist doch ziemlich schwer gewesen. Darum gucke ich mal, ob es denn hier auch wieder extrem plus gibt oder wie. Ja, wird auf jeden Fall noch interessant werden. Ich glaube, ich habe eh alles gezeigt im Display. Das einzige die Mission mit Anna, aber das ging halt einfach nicht, weil ich das DLC nicht auf dem. Die erste Mal, ich werde die DLCs auch nicht spielen. Ich habe bei Awakening gemerkt, die habe ich jetzt letztendlich, bringe ich die auch nicht zu Ende. Die DLCs, weil es mir selber einfach keinen Spaß mehr macht, irgendwie, weil es dann doch immer das Gleiche ist, von wegen wir klatschen jetzt alte Einheiten alle um. Ja. Sind ein paar lustige dabei, aber insgesamt werde ich die DLCs nicht zeigen, auch wenn ich jetzt auch hier schon bei Fates mal interessant entdeckt habe. Mal schauen, ich habe vielleicht noch einen kleinen Bonus geplant für euch. Muss ich mal schauen, wie es ist, da muss Raphael mitziehen. Da brauche ich dann Raphael für, weil das seht ihr dann alles, wenn es soweit ist. Drum dazu nicht mehr, ich weiß nicht, das war es eigentlich jetzt so von mir. Was kann ich zur Story sagen? Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem welchen Weg man spielt, es ist ein ähnlicher Aufbau, aber doch anders. Und da weiß ich auch, was mit Asura passiert ist. Weil im Vermächtnis wird es stark thematisiert, dass wenn sie ihr Lied singt, sie jedes Mal, je stärker sie singt, umso mehr schadet sie sich eigentlich selbst damit. Und dass sie zum Schluss so stark gesungen hat, um Takumis Kräfte aufzuhalten, wird sie wahrscheinlich verschwunden sein und einfach ihre ganze Lebensenergie da rein. Und dann Midori und Shigure waren da die Helden, ja gut. Kiyoma und Xander. Nee, Xander und Mozo. Ich meine, Kiyoma und Xander, die Helden. Effi und Keaton. Ja gut, Keaton. Ah, ja, die neuen Klassen. Stimmt, zu denen kann ich jetzt was sagen. Der Raubritter. Richtig geniale Klasse. Ich habe sie leider noch nicht so effektiv nutzen können. Ich werde es aber mal schauen, wenn ich es auf Extrem spiele, weil ich habe im Vermächtnis vor, eine Vivan-Ritterin zu supporten. Und am Finale waren es Mike und Kana. Tatsächlich. Ja gut, Kana hat zum Schluss so viel gemacht und ich finde schön, dass mit den Kindern nebenbei wieder, das haben sie, finde ich sogar schöner gemacht als in Awakening. Fire Emblem Fates. Kommt jetzt das, was ich glaube, was kommt. Auf jeden Fall kommen jetzt die Credits. Kommt jetzt das, was ich hoffe? Nein, okay. Ja gut, das mit den Kindern, weil dieses Mal sind es halt wirklich die Kinder von den Charakteren. Und das waren sie halt in Awakening halt eben nicht. Auch wenn es an sich die Kinder waren. Ah, doch! Okay, jetzt kommt doch mal das redliche Lied Shura. Shura übernahm mit Hilfe der königlichen Familie Hoshlos den schwierigen Wiederaufbau Kogas. Er ließ seine Vergangenheit hinter sich und wurde zum ersten Regenten von Koga gewählt. Und diesmal waren es wirklich unsere Kinder, auch wenn sie im Geheimreich aufgewachsen sind und genauso alt waren, aber es war halt echt schön gemacht. Isana, Paradiesboden. Isana litt unter den Verwüstungen des Krieges. Er konnte nie wieder ein schönstes Haarwettbewerb gewinnen. Er versuchte sich mit exotischen Reisen zu trösten, doch innerlich fühlte er sich leer. Oh, armer Isana. Glückskind Percy, der keinen Kampf beschreiten durfte. Ich frag mich, wer welche Medaille kriegt bei uns. Percy trat der nobischen Armee bei und wurde zum Kommandanten einer Gruppe Wiemann-Ritter. Sein Glück verließ ihn nie und so verlor er nicht eine Schlacht. Ace führte eine Gruppe Wiemann an. Ach stimmt, Ace war ja sein Wiemann. Die Händlerin Anna.
Anna kehrte zu ihrem Leben als Händlerin zurück. Wir haben ihn nicht kennengelernt und ließ den Handel in ehemaligen Kriegsgebieten wieder aufleben. Ihr Name und ihr Händlernetz wurden von Generation zu Generation weitergegeben, weitervererbt. Na gut, wahrscheinlich heißen ihre Töchter auch alle Anna und sehen auch alle gleich aus. Ah! Der Angsthase, Ignatius, einen Kampf haben sie sogar gemacht. Nach dem Krieg blieb Ignatius in der Armee und wurde dort zu einem Heerführer. Sein Bemühen für Sicherheit und Ordnung waren landesweit anerkannt und retteten Tausenden das Leben. Ja, ich merke, das ist ziemlich cool. Die Musik dazu noch. Frauenverehrerin, Soleil. Nach dem Krieg verschwand... Ja, drei Kämpfe gewonnen, alle drei gewonnen. Nach dem Krieg verschwand Soleil eines Tages spurlos, doch die Barden singen von einer Heldin, deren Geschick im Umgang mit der Waffe nur von ihrem Talent, jungen Frauen zu verführen, übertroffen wurde. Das ist wie Owain damals! Ich will wissen, was mit Odin ist. Was mit Odin, mit Selena und mit Laszlo passiert. Die Schlafmütze, Twyre. Twyre trat in die Fußstapfen seines Vaters und wurde zu einem erfolgreichen Diener. Obwohl er ab und an bei der Arbeit einigte. Sein Verfahren, starken Tee aufzubrühen, wird bis heute verwendet. Okay, ja, seht ihr? Alle gelernt, wie man Tee. Grundprinzip wert. Stimmt, ja, das ist der Grundprinzip. Um ihn auf seine Zukunft vorzubereiten, bekam Siegbert als Thronerbe Noahs die besten Lehrer. Durch seine Erfahrungen im Krieg und seine Erziehung wurde er zu einem viel bewunderten König. Der wurde König, Santa ist gestorben! Nein! Wolfsblade bei Veloria kommt jetzt zuerst die Kinder. Nach dem Krieg reiste Veloria zu der Geburtsstätte ihres Vaters. Obwohl sie nichts Besonderes erreichte, wird berichtet, dass ihre Vorliebe, seltsame Dinge zu sammeln, nie aufhörte. Mörderpuppe Perry ist neben Quest 19 dabei. Ah, ja, sie ist tot. Ewig junge Nyx. Nyx wurden viele hochrangige Ämter angeboten, doch sie lehnte alle ab, um ein einfaches Leben zu führen. Viel ist nicht über sie bekannt, doch es gibt Lieder über eine Wahrsagerin, die niemals altert. Ah, wisst ihr, ich glaube, jetzt kommen erst die ganzen Singles und dann kommen die Paare. Die Mode-Ikone Forrest. Nach dem Krieg arbeitete Forrest neben seinem Vater und Onkel in der norischen Verwaltung. Doch bald erlangte er weltweiten Ruhm aufgrund seiner Modeideen. Die Kunst war seine zweite Berufung. Alternant Gunther, ist neben Quest 4 dabei. Gunther! Oh Mann, ich plante die wahrscheinlich geschafft, ihn doppelt umzubringen. Okay, wenn das versucht keiner mit. Liegender Bade, Shigure. Shigure arbeitete den Rest seines Lebens in der Hoshidischen Verwaltung. Die Leute genossen seinen Gesang. Die Berichte über ihn sind der einzige Beweis, dass Asura wirklich existierte. Oh. Midori bis Finale dabei. Oh, das ist hart! Das ist hart! Boah, da will ich gerade alles durchlesen. Treuer Ritter Silas bis Kapitel 14 dabei. Das war der bitterste. Den wollte ich unbedingt mitnehmen. Der beste Kumpel von einem Avatar. Und dann wurde er einfach weggegrittet. Tragischer Held. Arthur. Er hat es. Kapitel 16 dabei. Tragischer Held trifft's gut. Arthur. Der sanfte Riese Benny und der leise Tod Beruka. Benny war beauftragt worden, neue Soldaten auszubilden, setzte sich aber bald im Wald zur Ruhe. Der Gedanke, Camilla zu verlassen, schmerzte Beruka sehr. Doch sie freute sich auf ihr neues Leben. Mein Gott, mach das nicht kaputt, ich sowas. Ja, der letzte Part wird etwas länger dauern. Kind der Drachen, Kana.
Zukünftige Generationen werden... Ach, geht es jetzt von unten nach oben durch? Gut. Zukünftige Generationen werden sich noch von Kanna, der Reinkarnation des Drachengottes, und ihren Heldentaten erzählen. Doch eigentlich war sie nur ein Kind, das seinen Vater liebte. Ja. Ist ja cute. Okay, ich weiß, dass sie süß ist. Habe ich auch, glaube ich, schon mehrfach gesagt, aber die ist halt echt Zucker. Gemeiner Freund. Na, jetzt ist Kapitel 19 dabei. Okay, es geht also nach der Rangliste. Die Auserwählte Ophelia. Und Kanna ist für das, dass sie so kurz dabei war, echt weit oben. Ophelia begab sich in weit entferntes Land, um seltene Zauber zu suchen. Eine Reihe von mächtigen Zauber mit ungewöhnlichen Namen säumte ihren Weg. Und Niles war für das, dass er tot ist, nicht der Letzte. Ergebener Diener Jakob und Chaoskönigin Felicia. Jakob blieb ein Diener, doch seine wahre Liebe war nur seiner Frau vorbehalten. Felicia hängte ihre Schürze an den Nagel und trat der Armee bei. Sie wurde zu einer Kommandantin. Ja gut, kann ich mir vorstellen. Die kann auch Strategin werden und sie ist halt besser mit der Waffe als mit dem Tablet. Hexenmeister Leo, bis Kapitel 24 dabei. Ah! Das ist so bitter. Ich glaube, da kommt noch irgendwer um. Ja, Midori. Also nicht Midori. Galanter Tänzer Laszlo und der blühende Rose Elise. Achso, es geht nach Statistik, okay, weil Elise hat weniger Sieger als Leo, aber dafür den. Laszlo verschwand nach dem Krieg, doch die Freude und die Inspiration, die er brachte, blieben. Seine Frau Elise verschwand mit ihm, wurde aber zweifelsohne zu einer bemerkenswerten Frau. Ach ja, er verschwand. Stimmt, Laszlo. Ein Mann, Armee, Effie. Die hat auch so viel gemacht. Nach dem Krieg suchte er sich Effie widerwillig einen neuen Beruf, da wohl Gewalt nicht mehr notwendig war. Sie bereiste Norm, der Bevölkerung näher zu bringen, wie wichtig körperliche Betätigung ist, sei. Sie ist also ein Personal Trainer geworden, ist doch cool. Die treue Seele Kasee und die Herrin des Sees Azura. Obwohl keine offiziellen Aufzeichnungen von Kasee existierten, lebte er in vielen Heldensagen weiter. Neben ihrer Hochzeit gab es kaum Aufzeichnungen über Azura. Sie bleibt ein historisches Rätsel. Oh, ist sie echt verschwunden? Verschwindet sie in jedem Weg? Eifriger Sander Keaton und die Sirene Camilla. Oh, Keaton hat keine Medaille? Keaton kehrte in seine Heimat zurück. Er besuchte oft seine Freunde und verlief sich auf dem Heimweg. Seine Frau Camilla. Wie kündigliches Leben auf und verbrachte ihr Leben als Hausfrau und Mutter. Oh, hat auch schön. Ja gut, sie ist eine sehr familiäre Dame. Idealer Ritter Xander und zwei Gesichter, Charlotte. Die hat einen Kampf, in dem sie gewonnen. Xander, oh, die Statistik! Als König von Noah legte Xander den Grundstein einer neuen Ära des Friedens und des Wohlstands. Seine Frau Charlotte war eine liebevolle Frau und Mutter. Sie führte ein glückliches Leben. Sie führten miteinander, logischerweise. Muss man eigentlich bald haben, oder? Der Benenner, Odin und die eigensinnige Selena. Nach dem Krieg verschwand Odin spurlos. Dennoch finden sich viele Berichte über ihn und von ihm. Selena verschwand mit ihm. Dennoch wurde in Volkssagen oft auf sie verwiesen. Ja, die drei werden wieder zurück sein nach Elis. Der Weltveränderer Mike und die Dörflerheldin Mozo. Meine Statistik ist die beste. Nice. Nee, Moses ist von Kill Death besser. Mike wurde als Held gefeiert und sicherte mit seiner Frau den Frieden auf der Welt. Seine Frau Mozo unterstützte ihren Mann und setzte sich für notleidende Menschen ein. Oh, das ist schön. Ich glaube, jetzt haben wir es dann, oder? Ja. Ah, das war es mit Fire Emblem Fates dann offiziell. Oh. Schade, dass es zu Ende ist, das Spiel. Es ist beim 2 Monate, habe ich gebraucht, das Projekt aufzunehmen. Intelligent Systems. Oh, ich liebe einfach Fire Emblem. Das ist nicht ohne Grund meine Lieblingsspiele-Serie. Das Spiel, insgesamt muss ich einfach sagen, es ist großartig. Es hat Riesenspaß gemacht, das zu spielen. Es zu Let's Playen, das war Riesenspaß. Und ich habe wirklich immer, wenn ich mal aufgenommen habe, dann eine Mission, mindestens eine Mission im Durchgehen, wenn ich gleich zwei, das ganze Finale jetzt gleich am Stück, heute den ganzen Tag. Es hat Spaß gemacht, es war geil, es hat... Ich überlege, ob ich... Ich weiß nicht. Wenn ich wirklich weitermache, dann hänge ich Vermächtnis und Offenbarung noch irgendwie dran.
weil ich kriege von diesem Spiel nicht genug. Es ist großartig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sollte das das Ende sein, danke ich euch auf jeden Fall recht herzlich für alle Unterstützung. Mal sehen. Auf jeden Fall, man sieht und hört sich bestimmt mal irgendwann wieder. Bis dann. Ciao.